Ich habe die Family schnell abgesetzt. Fahr jetzt schnell zum Aldi Pfand abgeben. Ein bisschen was zu futtern holen. Family einpacken. Und auf geht's zur Sternenwarte. Das ist die Sternenwarte in Bad Nauheim. Jeden Dienstag ab 20 Uhr gibt es mehrere Führungen. Eintritt frei, Spenden erwünscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich dachte, es wäre größer und ein bisschen moderner. Aber am Ende war das gar nicht schlimm. Die Führung war sehr interessant und wir haben viel gelernt. Und die Sterne und die Planeten durch so ein Teleskop zu sehen, ist mal was ganz Besonderes. So eine Sternwarte machen, hat überhaupt keinen Sinn. Weil die Venus heilt die Atmosphäre. Die ist 20 bis 30 Mal so dicht wie unsere Atmosphäre. Sonnenstrahlen können da zwar rein. Eben war unten der Vortrag und jetzt kommt das Beste. Ich hoffe mal, dass da oben die Kuppel, sieht man die? Die Kuppel. Ich hoffe, da ist das Teleskop drin. Da ist irgendwas Interessantes, da kann man bestimmt gleich durchgucken. Ich will auch mal durchgucken. Hier ist mein persönliches Highlight. Das große Teleskop und wir haben Glück mit dem Wetter. Klarer Himmel, keine Wolken. Wir warten noch circa eine halbe Stunde, dann kann man auch mehr sehen. In der Zwischenzeit gehen wir raus und entdecken mit bloßem Auge den Jupiter. Bei der Gabel. Direkt wo diese Gabel im Baum ist. Ja. Da wo die Gabel ist, mittig einfach nach oben gehen und von der Spitze, von der äußersten Spitze, knapp drei Finger breit drüber. Ich sehe da überhaupt nichts mit dem Auge, nee. Mit dem bloßen Auge sehe ich da gar nichts. Ah, doch! Oh. Doch, ich sehe es. Da sieht man es. Da. Es ist soweit. Jeder darf mal durchs Teleskop schauen. Die Herren, die die Führung geben, sind sehr freundlich, sehr geduldig und beantworten jede Frage. Und dann gelingt einem der Männer dieser coole Schnappschuss.